Und herzlich willkommen zu Part 24, mittlerweile schon 24, von Legend of Zelda Wind Waker HD auf der Wii U. Und wir sind auf dem Weg zu den Plätzen der Demons. Aber wie man es ausspricht, weiß keiner. Jetzt ist die Frage... Kommen wir mal ein bisschen durcheinander mit dem mit der Windsteuerung. Irgendwann wird es auch wieder mal Tag, weil wir ja den Fluch von Ganon zerstört haben. Können wir auf die Karte bitte? So. Sehen wir hier irgendwas? Weil die Insel habe ich noch nicht eingezeichnet. Das wird wahrscheinlich wieder irgend so eine Bastion sein oder so. Oh oh. Verdammt. Jetzt bin ich da vorne noch bei den Fischen. Komm zu mir, Fisch. Bla 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 bla. Wir wissen's. Einfach mal einzeichnen. Das Ding kommt direkt auf mich zu, aber hey. Haifischinsel. Wurdest du schon mal von einem Wirbelsturm durch die Luft geschleudert, Jungchen? Dieser Gott namens Cyclos, der über den Wirbelsturm befehligen soll, kann sich damit augenblicklich von Ort zu Ort wirbeln. Damit könntest du dir wohl so manchen langwierigen Bootstrip sparen und deine Reisen etwas effizienter gestalten, was? Aber diesem windigen Gesellen kommst du nur bei, wenn du irgendeine Waffe hast, mit der du ihm aus einiger Entfernung was verpassen kannst. Kannst du mir folgen? Das wär's soweit von mir. Falls du die Information noch einmal hören willst, musst du schon eine zweite Portion Futter springen lassen. Bla bla bla. Ich will weg. Lass mich in Ruhe. Falsche Richtung, aber egal. Ich sag's euch ja. Ich komme damit nicht klar. Was passiert jetzt, wenn ich abspringe? Das sind übelst viele Schätze. Die werde ich mir jetzt holen. Ich denke, wir müssen nicht auf den Schiff gehen. Ich denke mal, das ist alles geil, oder? Yay, ein violetter Rubin. Nein. Und dann ist er. Und der Wirbelsturm kommt direkt auf uns zu, das ist geil. Freut mich schon. Hat sich anders entschieden. Drei Schätze sind da noch. Wir uns dann. Hey, wir haben den Schatz sogar gefunden. Jetzt ist der Wirbelsturm immer noch da. Folgt er mich jetzt raus? Toll, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Der blöde Wirbelsturm, der soll mich in Ruhe lassen. Geh weg! Jetzt gucken wir mal, ob wir in die Feen-Dings reinkommen.
Da ist schon mal der Fischi. Wenn wir jetzt dann Rutti Fischi geben können. Ich hab's mit dem I. Fisch, komm her. Lecker Happa Happa für dich. Da freut er sich, der Fisch. Und was ist es? Südliches Feenkordial. Voll deutsch. Ich verrate dir jetzt mal was, Jungchen. Unter den schwarzen Erdstellen auf Präludien liegt so mancher Schatz. Wenn du mir nicht glaubst, dann grab doch selber mal. Wie? Du hast keine Schaufel? Vielleicht kannst du ja irgendein Tier dazu bringen, für dich zu graben. Gewusst wie, Jungchen. Das wär's weit von mir. Das wissen wir. Also ich weiß es. Wir wissen es bald. Wir werden jetzt mal zum südlichen Feenkordial gehen und hoffen, dass es da was für uns gibt. Ja, jetzt wird Tag, endlich wieder. Ja. Ja. Natürlich können wir da noch nicht rein. Zum Grund. Einen Moment hier. Das war ein Fehler. Das Problem ist, wir haben noch kein Feuer. Hier gibt es auch kein Feuer. Das heißt, wir müssen es mitten im Feuerfall machen. Deshalb müssen wir leider wieder weiter. Sehr traurig. Erdbeerkäse. Lieber Wurst. Und weiter geht's. Schatz, du bist gemein. Du kannst nichts dagegen tun. Du bist mir allein. Niemand sonst. Da, da ist er. Genau da. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Voll. Ich bin ein Schatzsucher. Ja, wer hätte das gedacht? Ein violetter Rubin. Das ist 500. Ich sehe ihn in die falsche Richtung. Glaube ich, unser letztes Futter. Südliche Triangel, oder? Triangel-Insel.
Wenn du dich von hier aus geradewegs nach Norden begibst, kommst du zu einer Insel namens Portemonnaie, auf der ein berühmter Fotomeister wohnt. Er weiß wirklich alles über Lichtbilder und kann dir aufgrund seiner Erfahrung so einiges beibringen, da bin ich mir sicher. Angeblich soll er sogar legendäre Lichtbilder besitzen und diese wie sein Augenamt verhüten. So wertvoll müssen die sein, aber sag mal, was sind eigentlich Lichtbilder? Das wär's soweit von mir. Ich würde gerne meine Kamera ins Gesicht. Zerstören sie von mir. Die haben alle nur ein Münzchen. Das kriegen wir gar nichts. Auch sonst. Da schade, der Link. Umherirrender, der du einen Wegweiser zu den Göttinnen suchst. Bringe den Dämon zu mir. Okay, hier. Du hast Nidus Demons in die Hände des Steingötzen gelegt. Bleib mit 2. Alles meins, alles meins. Alles meins. Es gibt nichts zu finden. Sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Okay, was ist denn da hinten? Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Like, kommentiert, abonniert. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Part und tschüss.